Wir haben doch schon 30 Bilder von mir. Und da werden in Zukunft wohl noch einige Fotos dazukommen. Als neuer Cheftrainer der Lilien ist Norbert Meyer auf der Bühne der ersten Bundesliga angekommen. Hier ist ja die letzten 3 Jahre ein absolutes Fußballmärchen geschrieben worden. Nur Sie wissen das, dass man Fußballmärchen auch immer wieder mit Wahrheitsgehalt füllen muss. Da werden wir bestrebt sein. Diese Mannschaft lebt vom Teamgeist, vom Zusammenhalt. Lilienpräsident Rüdiger Fritsch hält Norbert Meyer für den passenden Autoren des nächsten Kapitels des Darmstädter Fußballmärchens, das gerade am Entstehen sein könnte. Ein Küken muss gehegt und gepflegt werden. Und da haben wir uns auch mit auseinandergesetzt mit dieser Thematik und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir, was die sportliche Leitung insgesamt, aber insbesondere auch das Trainerteam angeht, wir hier keine Experimente eingehen wollen. Keine Experimente also, das Konzept von Norbert Meyer klingt vertraut. Sag mal, wir haben doch einen Vorteil. Wir werden bei 99,9% aller Leute als Abstiegskandidat Nummer 1 genannt werden. Da werden wir mit leben müssen. Aber das muss uns stark machen. Ne? So, wir haben ja hier auch diese Mentalität entwickelt, Theo gegen den Rest der Welt. So müssen wir das Thema wieder angehen. Wir müssen mit der nötigen Ruhe, mit der nötigen Konzentration genügend fokussiert sein. Und wie gesagt, das muss ein Team sein, so wie es im letzten Jahr der Fall war, was wirklich rausgeht und bereit ist, Fußball Deutschland zu zeigen, dass es immer wieder für Überraschungen gut ist. Und um das Märchen zu wiederholen, braucht man am besten bewährte Protagonisten. Erst wenn die Frage nach dem Verbleib von zum Beispiel Sandro Wagner geklärt ist, kann die Arbeit von Norbert Meyer richtig losgehen.